Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir uns das Einkaufszentrum angeschaut. Doch heute geht es um den Rest der Stadt. Außerdem werden wir in diese... Oh, die Arena war oben. In diese Arena gehen. Ich hoffe, wir werden die heute noch schaffen. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal noch die Stadt komplett erkunden. Damit wir das durchhaben. Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Fahrradladen? Können wir vielleicht auch ein Fahrrad bekommen, wenn wir den Laden finden? Das hört sich cool an. Behandle so dein Pokémon gut, wird es dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Igelava sehen. Es ist sehr süß. Ja, danke. Wenn ich meinem Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Okay. Stimmt, wir haben ja keine Holzkohle jetzt Igelava gegeben. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil... Spiel ist jetzt auch nicht so das schwerste Spiel, sage ich mal. Ist jetzt nicht so schwer. Ich werde auch ohne getragene Items durchkommen, denke ich mal. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Ja. Wenn man immer wieder verkackt, dann mögen ihn die Pokémon nicht. Und genau andersrum, wenn man immer wieder gewinnt. Die Welt ist ein Radweg. Fahrradladen. Ach, der ist direkt hier? Wow. Warum ist der hier voll abgeschollen? Okay. Wow. Cool, cooler Fahrradladen. Sieht aus wie ein bisschen wie eine Werkstatt hier mit diesen Kästen. Ein nagelneues Fahrrad. Boah, kriegt auch so eins? Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Klar. Ja? Großartig. Gib mir bitte Nummer und Name und Nummer. Dann leih ich dir ein Fahrrad. Ba-da-ba-bam. Wir haben uns ein Fahrrad ausgeliehen, damit wir Werbung machen können. Episch. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Überall? Echt jetzt? Kann ich sie auch hier fahren? Erstmal auf Wahl gehen, damit wir es immer wieder auf Select benutzen können. Wo habe ich denn Select? Das ist Select. Eichmalk, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ey, du hast mich voll in die Saison gehauen. Na egal. Ich fahre mein eigenes Bike. Ach, wenn man jetzt mit dem redet, dann sagt man euch was anderes. Ah ne, nur ein Remake. Schade. Das haben die damals besser gemacht. Im Remake. Hier ist voll schlecht. Ups, ich wollte noch gar nicht rein. Ich wollte eigentlich mit den Leuten reden, aber man hat einfach nicht wirklich die Kontrolle mit dem Fahrrad, finde ich. Zumindest in den alten Spielen. Hat sich dieser Mann in Schwarz als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Wie dämlich! Echt? Wow. Ducatia City, Bahnhof! Bahnhof? Wo geht's denn lang? Sieht schick aus. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Oh, also kein Bus da. Oder Zug. Alles klar. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Okay, ja, kann man sich ja denken. Ducatia City Radioturm. Und wer bist du? Du bist der dämliche Mann? Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Blöd, Mann. Wollen wir in den Radioturm rein? Ich weiß ja nicht. Kommen wir doch in die Arena rein. Was? Wir können schon in die Arena rein? Soweit ich weiß, muss man eigentlich erstmal den Radioturm machen. Vielleicht haben die das damals geändert. Arena von Ducatia City, die Leiterin Bianca. Ein unglaublich hübsches Mädchen. Wow, echt? Wirklich? Oh, da freue ich mich aber schon. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Junge, was für einen langen Kampf hast du gemacht, wenn alle vier Attacken keine AP mehr hatten? Oder vielleicht hatten alle vier Attacken 5 AP? Da kann ich's verstehen. Manchmal kann es auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in einem Pokémon-Center oder mit einem Item heilen. Ich
Tja, das kann auch mal vorkommen. Aber seht euch mal diese Architektur an. Es steckt einfach im Zaun drin, das Haus. Und hier ist einfach... Was ist das hier? Sieht voll seltsam aus. Ach, hier ist ein Blumenladen. La 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 la. Da hast du Wasser, mein Hübsches. Okay. Als ich den laufenden Baum auf der Route 36 goss, ist er aufgesprungen. Ein laufender Baum? Ich glaube, es ist ein Pokémon. Aber es bedarf eines Arenaleiters wie Bianca, um es zu besiegen. Okay, warum darf ich es nicht besiegen? Voll gemein. Ich will auch mal ein cooles, wackelndes Pokémon besiegen. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Hier? Hi. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte den Namen deiner Pokémon. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe einen Spitznamen. Ja, den kann man den Spitznamen ändern, wenn man Bock drauf hat. Aber ich glaube nicht von getradeten Pokémon. Ich glaube, da geht's nicht. Namenbewerter, möchtest du deine Spitznamen verwerten lassen? Bewerten lassen, sorry. Was ist hier? Untergeschosseingang. Ach, stimmt, das ist jetzt hier auch so eine Verbindung von hier nach zur anderen Seite der Stadt. Ja, aber komm, da kann man neben rüberlatschen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich liebe diese Musik. Ist wirklich so nice. Willkommen. Hi. Hallo, bist du wegen der Glückszahl-Show hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 27794. Mal sehen, ob du Glück hast. Okay. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Okay. Habe ich auch nicht erwartet. So. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokécom und überall, um zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du das Quiz teilnehmen? Ja. Frage 1. Kannst du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Ja. Dün, dün, richtig. Richtig. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Dün, dün. Korrekt. Frage 3. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied Apricoco? Ja. Was? Oh, nein, das war voll daneben. Voll schlecht. Man kann aber immer wieder versuchen. Aber man soll das hier machen, damit man weiterkommt. Ja, das verwirrt mich gerade. Ja. Ich kann mir da die Karte anschauen. Ja, ist immer weiblich. Okay, nochmal lesen. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied. Apricoco. Heißt nicht Apricoco? Habe ich es gerade verwechselt mit irgendwas anderem? Sorry, falls ich gerade richtig dumm wirke. Soweit so gut. Frage 4. Kann Carpador keine Thermattacken lernen? Ja. Wieder richtig. Hier nun die letzte Frage. Professor Eis Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein. Jetzt habe ich nämlich gemerkt, dass es falsch ist. Bingo, richtig. Glückwunsch. Das ist echt eine... So eine Frage, da denkst du dir so, ach, ist doch, woher soll ich das denn wissen? Als ob ich vor diesem Punkt in dem Spiel irgendwann mal diese Professor Eich-Sendung gehört habe. Na egal. Hier ist ein Preis, ein Radiomodul. Nice. Man kann jetzt auch, jederzeit als Radio, ins Radio, ach, was auch immer, ich hab's voll falsch gelesen. Wir können auf jeden Fall jetzt ins Pokécom rein und dort... gibt's ein Radio, was wir uns anhören können. Kann ich euch gleich mal zeigen. Höre dir bitte unsere Shows an. Kann ich machen. Aber irgendwie war das doch nicht nötig. Also ich weiß, dass man das Radio braucht, um im Spiel weiterzukommen, aber... eigentlich weiß ich, dass man dann Bianca sieht. Weil die hier auch irgendwie das Quiz macht. Naja... Ja, wohl im Remake sehr viel besser gemacht. Ich liebe Margit vom Pokémon-Tag. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Okay. Oh, Pummeluff.
Bummel. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Krass. Hey, arbeitest du hier? Du kannst überall Radio hören, probier's mal aus. Ja, mach ich gleich, keine Sorge. Oh, hier können wir nicht weiter. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Wow, das war ein schwieriges Wort, das muss ich jetzt rausschneiden. Okay, mit dem Intendanten stimmt irgendwas nicht. Alles klar. So, okay, das sollte dann eigentlich alles gewesen sein. Ich mache nochmal eine Radelfahrt. Ja, genau, hier geht's dann raus aus der Stadt. Ja, dann können wir doch jetzt eigentlich die Arena machen. Ja gut, wir können im Untergrund nochmal ganz kurz nachschauen, aber da sollen wir, glaube ich, erst später hin. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Ja, ich habe auch eigentlich keine Lust, das hier unten zu machen, weil wir müssen ja eh erst später hin. Ja, komm, lass es. Dann müssen wir eh so oder so später gezwungenermaßen hin. Deshalb lassen wir das jetzt. So, Arena! Yo, Champion Spee! In dieser Arena warten Trainer mit Pokémon des Typs Normal auf dich. Ich empfehle dir, Kampf-Pokémon einzusetzen. Ja, weil ich auch Kampf-Pokémon habe. Ja, ich pack mal, ich pack mal Amphi nach vorne, denn Flamesack ist halt schon gelevelt. Also schon ein bisschen hochgelevelt, deshalb kann Amphi hier ein bisschen leveln. Ist egal, wen man hier nimmt. Man kann mit jedem hier die Arena machen. Oh, du bist ja ein hübscher kleiner Trainer. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Alles klar. Ja, die kämpfen ja alle mit so Pipi und Pomelo. Und wieso? Genau. So, komm, stirb. Yes. Ja, komm, die sind Level, das ist Level 9 gewesen. Das ist viel zu einfach. Ich hoffe, wir kriegen die Arena heute. Das wäre echt nice. Oh, Level 13, uns hat überlebt. Wow. Erstaunlich. Kopflos. So. Hau ab. Und Level 19. Nice. Und noch ein Visor. Jetzt Level 20 oder was? Nee, Level 17. Alles klar. Komm, Level 17 ist noch was, aber. Warte, wann entwickelt sich Visor eigentlich? So wie Senior. Könnte es sich nicht schon Level 17 entwickelt haben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es entwickelt sich aber erst auf Level 20 oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt down. Bitte mach jetzt keinen Ruckzuck-Kick. Dankeschön. So, aber die machen echt Damage gerade. Finde ich nett. Von die Minis. Mal sehen. Ups, schon vorbei? Tja. Wow, du musst gut sein, wenn du es schaffst, mich zu beschlagen. Mach weiter so. Okay. So, und hier gibt es übrigens ein kleines Easter Egg in der Arena. Denn wenn man die Arena rauszoomt, dann sieht man, dass die Arena einfach nur ein Pipi-Pixel-Art ist. Das finde ich sehr lustig. Weiß ich, vielleicht kann ich das ja irgendwo einblenden, wie das von außen aussieht. Also von ganz hoch rausgezoomt. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Oha. Ich bin doch kein Frauenschläger. Ich werde jetzt wohl werden. Oh, Marty, miau. Ich finde den Sprite lustig. Es freut sich zu kämpfen. Ist das nicht super? So viel. Was? Zahltag? Was? Zahltag macht Damage? Habe ich das gerade mit irgendeiner anderen Tag verwechselt? Oder warum macht Zahltag Damage? Gut, ich muss halt mich heilen. Jetzt noch ein Mauzi. Hm. Ich heile mich lieber. Tränke. Sind hier die Tränke drin? Oh Gott, das ist ja unsortiert.
Ja, da habe ich jetzt auch keine Zeit, das so zu sortieren. Ach so, die machen nur 20. Ach, vergessen. Ich habe gerade wirklich nicht... Ach, Slow Brain, Alter. Ja, komm, super Trank. Ein bisschen Verschwendung jetzt, weil die heilen immer 50, aber ist egal. In den neuen Spielen heilen die übrigens als Supertrank übrigens 60 statt 50. Dafür aber der Hypertrank, welcher normalerweise 200 heilt, nur 120. What the... Ja. Weiß nicht, warum die das geändert haben, bin ich kein Fan von. Ich finde das alte System besser mit den Heilen. So, auf jeden Fall... Macht die Pokémon echt Damage. Macht mir ein bisschen Angst. Aber Bianca ist eigentlich sehr einfach, da kommen wir aber gleich noch zu. Nein! Oh, Mauzi, es tut mir leid. Ich habe Mauzi die unterschiedlichsten Attacken beigebracht. Tja, viele Attacken heißt nicht unbedingt, dass du sofort gewinnen wirst. Du kannst auch mit einer einzigen Attacke gewinnen. Und ich laufe gerade den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Hab's gemerkt. Ich wollte gerade heilen. Ich wollte gerade mal im Menü gehen und mich heilen. Glaub nicht, du hättest leichtes Spiel mit mir. Okay, bist du dir sicher? Ich glaube nämlich schon, dass ich leichtes Spiel mit dir habe. Oh, sie sieht sehr, confident aus. Was hat sie denn? Oh, Snubbull. Mäh. Unser Mäh. Ach, dich jetzt. Daübs. Oh yeah. Ey, leck mich doch nicht ab. Du kannst doch nicht einfach ein Schaf ablecken. Nur weil ich gerade kein Fell hab. Das geht zu weit. Vor allem, es ist paralysiert. Oh, wow. Ey, ey, Bruder, chill. Schwester. Was nochmal? Chill, 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 chill. Okay? Bye, bye. Danke. Das war knapp. Okay, Level 20. Nice. Boah, ich muss schnell heilen. Verflixt, ich dachte, du wärst schwach. Warum sollte ich schwach sein? Ich frage mich, ob ich in der Welt... Ob in der Welt Pokémon Männchen oder Weibchen stärker sind. Das hat keinen Unterschied, glaube ich. Vielleicht da hin und hier und da ein Stats... hier ein Punkt anders an den Stats, aber ansonsten macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Wie sortiert man eigentlich die Tasche? Geht das irgendwie? Nee, man kann nur switchen. Ach, dann ist auch egal. Ist blöd, dass die Tasche so dumm aussieht, aber ich muss jetzt mit leben. Ich muss jetzt damit leben. Und da oben ist Bianca! Ich habe niedliche Pokémon lieber als starke, aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Achso, okay. Und was hast du denn so, Bettina? Pummeluff. Warum ist der Sprite so blau? Also nicht, dass es schlecht aussieht, aber warum ist der Sprite so blau? Komm. Yes. So, meine Taktik gleich bei Bianca. Erstmal ein bisschen paralysieren mit Donnerwelle und dann mit Flamesack drauf. Oder mit Amphi halt auch drauf. Ich kann es erstmal mit Amphi versuchen. Ob er stark genug ist. Sind ja nur zwei Unterschied. Sollte jetzt gar nicht so viel ausmachen. So, ich beeile mich jetzt ein bisschen, weil ich will Bianca heute noch den Chaos machen. Auch wenn sich das böse anhört. Mir wurde hier ein hübsches Mädchen versprochen, aber ich kann euch sagen, dass... Och, nicht Gesang. Jetzt schlafe ich. Ja. Komm schon. Was blockiert? Och Mann. Wach auf. Gut. Nice. Sorry fürs Vorspulen, aber ich hatte jetzt keine Lust, euch mit diesem Schlaf zu langweilen. Aber Kopfnuss passt schon. Ich kann euch aber sagen, Bianca ist einfach nur ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, weil ich es alles dafür tue, dass sie gewinnt. Ja, okay. Jein, so ein bisschen. Egal, ich sag mal lieber nichts. Oh, nein, nein. Ich trainiere, um Bianca zu besiegen, aber es ist hoffnungslos. Wenn ich verliere, werde ich einfach härter trainieren. Alles klar. So. Jetzt noch schnell schauen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ne, müsste passen. Alles klar, dann speichern wir ab.
und machen jetzt noch den Kampf. Ich mache ein bisschen länger heute. Weil ich will jetzt Bianca besiegen. Wir können das jetzt nicht auf nächste Folge da lassen, da stehen lassen. Let's go! Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Oh, bist du das, Bianca? Are you sure about that? Ja, es ist einfach nur ein kleines Mädchen. Aber gut, sie ist ungefähr mein Alter, also Ingame-Alter. Von daher... Oh, Pipi! Vorhin haben wir Pummeluft gesehen, die sind mit Pipi! Das heißt mit Donnerwelle. Damit du schön keinen Metronom ansetzen kannst. Dein Pipi macht immer Metro... Dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst? Das meinte ich. Pipi setzt die ganze Zeit ein Metronom ein. Metronom ist eine Attacke, die macht irgendeine Attacke, die existiert einfach. Kannst du bitte... Fünfmal. So eine Attacke wie Duplex Hit, die mehrmals trifft, kann bis zu fünfmal treffen und sie trifft fünfmal! Super Trank. Ich kann meinen Amphi nicht down gehen lassen. Come on! Auf mit dem Bullshit. Vor allem ist es paralysiert. Schon. Ich habe Angst, hat sie Heil-Items? Aber Leute, ich kann euch sagen, Bianca ist eigentlich einfach. Eigentlich. So, solange man nichts falsch macht, ist sie easy. Solange man weiß, womit man kämpft. Solange man weiß, was man machen muss, sollte alles passen. Ach komm, egal. Zack, bye bye. Egal, was ich einfach gerade gelabert habe, ist wegen diesem Pokémon hier, weshalb viele sagen, dass Bianca schwer ist. Mimimi. Aber komm, Bianca ist wirklich nicht schwer. Auch wenn sie einen Miltank hat, welches hochgelevelt ist. Ne? Ja, 20. Und genau wegen dem hier. Walzer und dann Milchgetränk, welches es heilt. Deshalb setze ich jetzt Donnerwelle ein und werde draufschlagen. Wie ein Irrer! Macht halt nicht viel Damage und es kann sich heilen. Fun Fact, Miltank kann immer nur weiblich sein. Ist übrigens eine Kuh, falls man sich gesehen hat. Oh nein, ich habe mich verliebt, weil ich bin männlich und das Ding ist weiblich. Ja, komm, Switch raus. Vor allem macht er gerade so viel Damage. Ja, komm, Switch raus. Ist eh paralysiert und sie hat nichts dagegen. Ich bin immer schneller. Warum? Wow. Was ist denn... Och, Mann. Was ist denn das? Ist doch lächerlich. Komm schon, Bianca ist nicht schwer. Ich muss den Leuten beweisen, dass Bianca nicht schwer ist. Ist das... Warum kriegt sie jetzt die ganze Zeit einen Volltreffer? Wenn sie noch einmal einen Volltreffer kriegt, ne? I swear to God, ich schmeiß alles kaputt. Ich krieg die Paralyse mal rein. Oh, ich hätte Rauchwolke einsetzen können. Oh, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Na komm, ich setz Rauchwolke ein. Ach nö, komm schon. Ist das dein Ernst? Komm, Rauchwolke, bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Treff, treff, treff. Yes! Rauchwolke. So, was es macht, ist nämlich die Genauigkeit sinken. Oh, aber es heilt sich. Ich habe so viel. Heilige. Okay. Och nein, es ist immer noch dieser Verliebt-Status. Ich kann wieder raus switchen, aber... Ich bleib erstmal drin. Oh, warum triffst du? Ich habe Rauchwolke und Para drin. Mann, sie ist nicht schwer. Warum tue ich mich jetzt so schwer mit ihr? Ach komm. Komm, hör auf. Die Folge wird schon zu lang. Greif an, danke. Okay. Ich spule so ein bisschen vor, Leute. Damit ich nicht allzu viel mache. So, zack, zack. Okay, ich greif an. Ich greif an. Es heilt sich. Ich greif an. Leider kriegt er mal wieder einen Volltreffer.
Er trifft nicht. Glut. Nochmal Glut. Er heilt sich mal wieder. Niemand trifft. Er trifft. Sie trifft. Whatever. Er trifft wieder. Ach komm. Ach Leute, das ist doch lächerlich. Sie ist einfach. Bitte. Greif doch an. Ach. Ja. Ich könnte es mit Ruckzuckieb versuchen. Nee, ich bin in der Stahlliebe. Jetzt. Nein, es lebt noch. Nein. Oh, ich hätte Glut ansetzen sollen. Komm schon, komm schon. Komm schon. Glut. Nein, 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 nicht heilen. Och man, sie ist einfach. Ach, komm schon. Ach. Das ist nicht euer Ernst jetzt, ne? Ey, ey, yes, yes! Oh, ich wollte gerade wirklich. Ich hab innerlich schon aufgegeben. Ich dachte halt wirklich, das ist die größte Blamage. Aber nein. Wozu hat man denn ein Wahrteam-Team? Oh, gepriesen sei Amphi. Oh Gott, ich hab fast. Es hätte noch peinlicher werden können. Aber nur mein Starter ist down gegangen, mein wichtigstes Pokémon. Ich spiele keine Nuzlocke, ich darf es ja wieder beleben. Oh Gott. Ich schwöre euch, Bianca ist nicht schwer, auch wenn es so aussieht. Ich habe halt nur zwei Pokémon, das ist das Problem. Aber ich kann euch sagen, wir werden jetzt in den nächsten paar Folgen uns 100% ein neues Pokémon fangen. Sowas von. Oh yeah, Leiter Bianca besiegt. Du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein, du Kind, du. Du bist das Kind! Ah, ah. Ja, du bist gemein! Was? Sie schmollt jetzt rum und gibt mir nicht meinen Orden?